Businews wurde 1993 gegründet. Wir hatten von Anfang an den Fokus auf Kommunikationslösungen. In den 90er Jahren war das vorwiegend Kommunikationslösungen im Unternehmen und 2001, 2002 haben wir das erweitert auf den mobilen Bereich. Unser Hauptprodukt ist der Businews BlackBerry Connector für Tobit David. Haben wir seit 2003 im Markt. Weit über 10.000 Anwender arbeiten mit der Lösung. Es ist eine Lösung, die branchenneutral eingesetzt werden kann. Wir haben kleine Unternehmen, große Unternehmen, die damit arbeiten und ermöglicht eine vollständige Integration in die Tobit David-Umgebung der BlackBerry Handhelds. Okay. Was planen Sie für die Zukunft? Also wie sieht es aus? Welche Chancen, welche Perspektiven sehen Sie halt für den BlackBerry Connector von Tobit David? Also wir sind gerade dabei, dass wir das Feedback, was wir über die Jahre hinweg bekommen haben, zu dem Produkt einarbeiten und immer weitere Einsatzbereiche mobil erschließen. Das heißt, für uns geht es darum, dass wir einen vollständigen Zugriff auf das Tobit-System ermöglichen unterwegs, sodass man nicht nur in den persönlichen Bereichen, persönliche Kalender, persönlicher E-Mail-Eingang arbeiten kann, sondern im Prinzip den ganzen Server im Zugriff hat. Natürlich immer dort, wo man Berechtigungen hat, ganz klar, das wird halt am Tobit-David-System entsprechend konfiguriert, aber dass man das komplett mitnehmen kann und das nicht nur für alle Bereiche, sondern natürlich auch, darum geht es ja bei Tobit David immer, auch für alle Medien übergreifend. Das heißt, es wird keinen Unterschied machen, ob man jetzt auf eine Faxnachricht zugreift, die irgendwo im zentralen Eingang liegt oder im zentralen Archivierungsverzeichnis oder eine SMS-Nachricht oder irgendein anderes Medium. Wir werden die alle integrieren unterwegs, um somit wirklich noch mehr Produktivität zu machen, nicht nur im persönlichen Bereich, das ist ja schon seit Jahren mit unserem Produkt eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt, sondern jetzt auch in den gesamten globalen Bereichen Zugriff zu haben. Also mobilen Datendienste ist ja ein Wachstumsmarkt, definitiv. Und mit dem Wachstumsmarkt kommt halt eine Sache immer mit, das ist die Datensicherheit und es sind ja jetzt auch schon die ersten Viren und so aufgetreten. Wie gehen Sie damit um? Wir haben natürlich die Situation, dass wir auf einer Plattform sitzen, also im Vergleich zu anderen Anbietern, die jetzt direkt auf Endgeräten entwickeln, entwickeln wir immer für eine Plattform. Das heißt, wir profitieren natürlich sehr, sehr stark davon, was RIM schon an Security in die Plattform reingepackt hat. Und da gibt es ja einiges, also in Deutschland gerade jetzt vor einem halben Jahr das Fraunhofer-Testat für Sicherheit, Sicherheit der Endgeräte, Sicherheit der Übertragungswege. Das sind natürlich Sachen, die man in unserer Lösung dann automatisch mitnutzt, weil wir auf der Plattform sitzen. Ja. Ähnlich ist es auch, wenn man sich andere moderne Plattformen anguckt, dass man sich da natürlich auf sehr, sehr viel verlassen kann. Und die anderen Bereiche kümmern wir uns darum, dass eine entsprechende Gesamtsicherheit da ist, dort wo noch Optimierungsbedarf ist oder jetzt direkt Bedarf in der Anwendung von uns entsteht. Sie berufen sich komplett auf die Produkte, die halt schon von RIM angeboten werden? Nee, das wäre dann vielleicht etwas zu einfach ausgedrückt. Ja. Das ist natürlich so, dass wir auch eigene Maßnahmen haben, aber es ist eben sehr viel, kommt über die Plattform. Das heißt, Security ist ein ganz vielfältiges Thema. Das heißt, wir haben beispielsweise ein Thema, dass ich ein gestohlenes Gerät resetten kann, ja, dass es einfach leer ist. Ja. Das ist eine Sache, die in unser Connector implementiert wird. Man kann Policies nutzen, da können wir beispielsweise, also Richtlinien, können wir sehr stark auf das Standardprodukt von RIM setzen und regeln, was darf man machen, darf man eine Anwendung installieren, darf man eine Anwendung nicht installieren. Ja. So Dinge. Natürlich haben wir Sicherheit der Übertragungswege, wo wir uns auch um eine Verschlüsselung kümmern und. Also es ist ein sehr, sehr breites Thema und wir versuchen halt im Sinne des Benutzers das Bestmöglichste zu erreichen und dort, wo wir uns halt der Sachen bedienen können, die Plattform schon integriert hat, nutzen wir die und dort, wo noch was Zusätzliches dazu muss, wird es eben bereitgestellt. Stop. Vielen Dank. Noch die letzte Frage. Zukunfts- oder sage ich mal, dieses Jahr noch so geschaut, wird es da etwas Neues geben von Businews? Wir machen das, was wir schon seit einigen Jahren machen, also seit 2002. Wir schauen uns immer alle Plattformen an und es ist natürlich spannend zu beobachten. Wir haben weit über 13 Millionen iPhones im Markt. Wie sich das in das Geschäftssegment hinein entwickelt und was da für Lösungen entstehen werden. Und die Google-Plattform darf man sicherlich auch nicht aus dem Auge behalten. Wir kommen ja aus dem Lösungsbereich für Unternehmenskunden, sobald wir dort denken, dass man da gut anknüpfen kann, dort sicherlich auch auf diesen Plattformen Lösungen anbieten. Denn die Plattformen an sich werden immer interessanter, ja, auch wie gesagt, Google, Apple sind hochinteressante Themen, merkt man ja auch an dem, was auf den anderen Ständen hier auf der Cebit los ist, sei es jetzt bei der Telekom mit dem G1, beziehungsweise an der alleinigen Tatsache Verkaufszahlen Apple, iPhone, sieht man es ja sehr deutlich. Absoluter Hype. Sollte man dann vielleicht als Businews auch nochmal drüber nachdenken, vielleicht in diesen Unterhaltungs-
Mobilfunk eigentlich einzusteigen, so ja, für die Privatanwender? Da muss man vielleicht etwas länger drüber nachdenken, aber für uns ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn man dem Geschäftskunden Nutzen bieten kann und ein rundes Paket schnüren kann, dann wollen wir das natürlich tun, auch auf anderen Plattformen. Nur wir haben halt sehr viel Erfahrung mit den mobilen Lösungen, auch was dann Betriebskosten, Betriebssicherheit angeht. Und da müssen wir mit anderen Plattformen natürlich auch mal hinkommen. Ja, es ist im Moment so, dass viele Geräte sich im Ausland beispielsweise nicht so effizient verhalten wie ein BlackBerry, und das ist halt schon wichtig, ja, weil wir haben ja dann auch Kunden im Markt, die größere Device-Anzahlen haben, und dann macht es halt einen Unterschied, ob sie 100 Euro oder 20 Euro Datenübertragungskosten im Ausland produzieren. Und das haben wir halt alles im Hinterkopf. Unter diesen Gesichtspunkten klopfen wir die Plattformen ab und werden zum rechten Zeitpunkt da die Lösungen anbieten. Ich bedanke mich fürs Interview. Ja, ich danke Ihnen. Danke.